Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Es wird spannend, es bleibt spannend. Vor allem auch für mich, weil ich ab hier das Spiel, oder schon seit längerem das Spiel, überhaupt nicht mehr kenne. Also komplett blind spiele. Kaverneneingang. Retten Sie die gefangene Crew der Endurance. Okay, mache ich. Hier gibt es auch aktuell nichts zu finden. Außer mehrere Wege. Ach, guck mal hier, das ist irgendwie verbunden mit der Höhle. Aber gibt es hier vielleicht irgendwas zu plündern? Oder so. Bären. Erfahrungspunkte. Stimmt, an Bären habe ich ja gar nicht gedacht. Die gibt es ja auch noch. Ob man alles braucht, um alles freizuschalten? Matthias. Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier sind wir die Solari, die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Mutig. Hast du unseren Bruder getötet? Jetzt töte ich dich. Alter. Das ist für Wladimir. Genau. Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir. Warum? Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Sieh mich nur an, okay? Sie ist die Reine. Schon bald, meine Brüder. Bald sind wir frei. Bringt sie in den Thronsaal. Dein Kampf ist vorbei. Hier. Ich sehe keine Leiche. Bloß wenn sie nicht überlebt haben. Rücken lassen. Steigen wir runter. In einem reinen Blutbad. Thermale Kaverne. Alter. Feuerteufel, hey.
hier gibt es auch wieder einige Sachen zu holen. Das heißt, Schatzkarten gibt es hier, eine Geocaches, Reliquien-Dokumente. Okay. Irgendwie war das gerade ziemlich merkwürdig. Au, 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 au. Durch denn? Au! Hier schon mal ein Lager. Sehr schön. Ich habe gerade echt wirklich Gänsehaut gehabt. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Zu ihren Ehren, was diese Männer wirklich gefährlich macht, ist ihr Glaube. Sie glauben an die Sonnenkönigin und werden von nichts zurückschrecken, um sie zurückzubringen. Ja, aber wenigstens hat derjenige, der das jetzt hier geschrieben hat, mittlerweile selbst erkannt. Wahnsinn beherrscht diesen Ort. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. So sieht's aus. Und ich würde jetzt sagen, die Kartografie ist freigeschaltet. Wir können hier jetzt direkt alles suchen. Hier ist die Schatzkarte. Aber nichts anderes. Okay. Hier ist die Schatzkarte, hier ist noch ein Grab. Ach, schau mal einer an hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schatzkarten brauchen wir noch. 7 Schatzkarten. Was ist das hier? Ich habe tatsächlich hier die Basis. Geocaches fällt mir eine. Schatzkarte fällt mir eine. Tatsächlich Basis aus dem Bereich. Wow. Hier fehlt mir noch 1, 2, 3, 4. Und 3 Gräber fehlen uns noch. Hier 1, 2. Also ist noch so ein bisschen was zu tun hier, ne, in dem Spiel, aber auch nicht mehr allzu viel. Laras Tagebücher, sehr schön. Ich könnte jetzt eine Dusche gebrauchen, bin voller Blut. Ich habe irgendwie das doofe Gefühl, dass ich irgendwie jetzt demnächst gegen die Omi-Wächter kämpfe. Was soll ich denn tun? Bitte! Nicht so viel Zeit. Alter, das sieht creepy aus. Auf einen raschen Tod hoffen. Oh Gott. Nein. Das ist schrecklich. Die fressen ihn. Soll ich sie töten? Ich habe keine Waffen. Oh, scheiße.
habe so das dumpfe Gefühl, dass ich gleich überraschend einen Besuch hier kriegen werde. Warum kann ich gerade nicht plündern? Okay, hier schon mal irgendwas. Sieht nach frühem 18. Jahrhundert aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden. Okay. Aber warum wurde mir diese... Ach, mir wurden bestimmt nur Gräber und die Schatzkarten angezeigt, ne? Der ganze andere Stoss noch nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass ich hier nicht lange sein werde. Okay, das mit dem Gas ist jetzt mal ganz egal. Interessant, was man hier hört. Ich bin bald bei Ihnen. Ja. Ja. Vielleicht Wochen. Vielleicht Tage. Ja. Ja, ich bin bald bei dir. Alter, das ist so verstörend gerade irgendwie. So süß, so süß. Wasser, Essen, irgendwas. Bitte. Töte mich einfach, Frau. Tu es, töte mich. Er wollte es. Das muss so sein. Okay. Hier lief aber gerade irgendein Verrückter rum. Deswegen, ich würde jetzt gerne mal hier rauskommen. Oh shit! Thank you.
Opportunist habe ich gerade freigeschaltet, Errungenschaft. Alicia, Schätzchen. Ich wollte das nicht schreiben, aber ich muss. Denn es ist vielleicht meine letzte Chance. Deine Mama ist in Schwierigkeiten und ich bin möglicherweise eine sehr lange Zeit weg. Ich weiß nicht, wann und ob du das hier je liest, aber du sollst wissen, dass ich für dich gekämpft habe. Alles in meinem Leben war für dich. Die Jobs, weg von zu Hause, das gesparte Geld, die vielen Opfer. Ich bedauere, was du jetzt alles ohne mich durchmachen musst. Falls ich nicht zurückkomme, suche Conrad Roth. Du kennst ihn nicht, aber er ist der beste Mann, den ich je getroffen habe. Und er ist dein Vater. Du hast deine Augen. Du bist das Licht meines Lebens. Und ich liebe dich über alles. Von Reyes, liebe Alicia. Ich bin schuld an dieser Misere. Ich muss das wieder gut machen und für uns einen Weg hier rausfinden. Ach ja. Da ist, glaube ich, wieder was zum Aufsprengen möglich. Neues Lager, Katakomben. Ist hier zufällig auch die Karte? Die Karte ist da unten. Okay. So ein Tagebuch, Alter. Gut. Da oben ist, glaube ich, die Karte, ne? Das ist machbar, aber da oben muss ich doch irgendwie rankommen, um die Karte zu kriegen. Gut, das haben wir. Ah, okay. Karte. Geothermale Kaverne, komplette Karte, Belohnung ansehen. Jawohl. Hab ich schon was verpasst? Ja, hab ich. Dort und dort. Geocache und Geocache. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt noch in dieser Folge. Oben beim Lager ist auch noch eine Sache. Ansonsten, wenn wir ein Stückchen weitergehen, ist noch was. Ich würde sagen, ich laufe jetzt noch mal kurz zurück. Schneide bis dahin aber alles. Schneide bis dahin alles. Aber irgendwas ist hier auch noch. Da. Mal schauen. Ein Fächer für eine besondere Gelegenheit. Wahrscheinlich eine Hochzeit. Sieht nicht älter aus als ein paar Jahre. Also noch relativ frisch. So, das heißt, ich würde jetzt sagen, für die, die jetzt nicht mehr zuschauen wollen, kann ich es verstehen. Ich werde jetzt nur noch kurz einmal hier zurücklaufen, die beiden Geocache-Artikel hier holen. Die ich scheinbar übersehen habe. Was ist das hier? Schatzkarte, okay. In dem Ort waren wir aber auch noch nicht. Gut. Würde ich sagen, mache ich das mal eben. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Oder ihr bleibt jetzt noch dran und schaut mit mir, was es dort hinten zu finden gibt. Bin richtig, ja gut. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. So, das heißt, das müsste einmal hier in der Ecke sein. Irgendwo hier. Oder auch nicht. Gott, schon hier komme ich, ja. Das heißt, es müsste... Oh, hier ist noch was. Hier unter durch sein, ne? Genau, hier. Ist aber der falsche Eingang. Sie findet ihn nicht, er versteckt sich, er versteckt sich.
Will ich da rein? Ja. Für ein bisschen Bergung ist gut. Das ist aber der falsche Weg. Ach, okay, hier. Ja, hier bin ich richtig. Perfekt. Das ist Geocache. 1. Ich finde das so derbst unheimlich hier. Das ist echt unnormal. So, hier müsste auch noch irgendwo ein Geocache sein. Da liegt es doch. Perfekt. Haben wir das gefunden? Ich laufe jetzt nochmal zurück zum Lager und dann werde ich die Folge auch komplett beenden. Aua, aua, aua. Puh, gut, haben wir das geschafft? Haben wir hier alles eingesammelt? Das heißt, das nächste werden wir alles in der nächsten Folge mitnehmen. Also beim Vorbeilaufen. Ist ja schön, dass wir jetzt die Karte wenigstens haben. Ich werde jetzt nochmal zum Lagerpunkt gehen. Und ich frage mich ehrlich gesagt, was das hier bringen soll. Ach so, okay, damit ich da hochkomme. Gut, dann haben wir halt schon mal für die nächste Folge vorgesorgt. Sehr schön. Und ich würde sagen, hier an dieser Stelle beende ich auch die komplette Aufnahme. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, für das Zugucken und fürs Mitfiebern. Also ich bin ehrlich gesagt gut überrascht, wie das sich hier alles entwickelt. Und ich würde auch liebend gerne meine ganzen Sachen wieder haben. Das wäre ziemlich geil. Aber naja, die werden wir wahrscheinlich früher oder später bekommen. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich glaube, ich wiederhole mich. Und dann, ja. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bei Tomb Raider.